Schön, dass Sie da sind. Hier ist Genial daneben. Ich freue mich sehr, dass Sie uns auch heute am Samstagabend die Ehre geben. Und ich hoffe, dass einige von Ihnen heute richtig viel Geld kriegen. Herbert heute wieder bei uns. Herbert, sei gegrüßt. Danke. Hast du den Jahreswechsel gut verbracht? Ja, es war nicht so, wie ich es wollte. Aber jetzt bin ich wieder hier und mein Gott, was soll's, ne? Ich bedanke mich für diese erschöpfende Antwort. Ja. Und, Hauptsache konkret. Ne? Ja, ich denke, ja, das ist sehr schön. Lass uns einfach gleich anfangen, damit wir viel Geld unter die Leute bringen. Einverstanden? Ja. Gut, die erste Frage ist schon etwas ganz Feines, speziell für Thomas. Philipp Sprenger wohnt in Kassel. Das liegt in Rheinland-Pfalz. Und Philipp möchte gerne wissen, was ist eine harte Öffnung? Das ist einfach nicht nett. Ja, was soll man sagen? Das ist Samstagabend nach 12 Uhr. Ne? Dann ist Wochenende. Nee, ist noch nicht nach 12. Nein, nein, ich meine, das ist dann eine harte Öffnung. Ach so. Wenn es Wochenende ist. Nein, ich nehme an, dass es nicht Sexuelles ist, wenn Sie mich schon so angucken, sondern dass es einfach aus der Chemie. Fangen wir doch mal an mit der Chemie. Na, da ist Chemie, so sagst du Chemie. Auch. Chemie. Sagst du ja, Chemie? Ja, ich sag. Das ist aber schwul. Ja, ich sag. Öffnung ist aus der Zellteilung. Also doch wieder was Sexuelles. Ja, halt Biologie, Chemie, einfach Zellteilung, so im weitesten Sinne, wenn sich die Zelle da raus und das ist dann eine Öffnung, aber die ist dann nicht durchlässig, die ist dann irgendwie härter und dann nennt man das eine harte Öffnung. Aus der Chemie. Nein, das ist es nicht. Nein, es ist ein Begriff aus der Pathologie. Bei der Leichenöffnung, wenn die Totenstarre schon zu weit fortgeschritten ist und man ein Stemmeisen braucht. Ich glaube ja. Es ist, war nur ein Vorschlag. Ne? Oh, Herr Spitz ist auch da. Ich glaube, es kommt aus der. Es ist ja. Also Weihnachten ist jetzt eine ganze Weile her und es gibt. Zur Weihnacht macht man das ja immer so in der Weihnachtszeit. Man nimmt die Nüsse und die zu hart sind, die Nüsse zum Essen, Herr Balder. Sie tun mir ein bisschen leid, Herr Balder. Und die man nicht aufkriegt, die legt man immer wieder zurück. So, und jetzt ist halt nach Weihnachten, schon lange nach den Heiligen Drei Königen, so ein, zwei Tage, ist dann die Nuss, die man dann aufmacht, es bleiben nur noch die harten übrig. Da setzt dann die harte Öffnung ein, weil man nur noch dann an die wirklich harten Schalen mit dem wirklich weichen Kern herankommt. Und zwar nicht mit einem Nussknacker, sondern mit Black und Decker. Da braucht man so richtig Maschinenpower. Und, glauben Sie mir, die Antwort steht da drauf, die Buchstaben sind nur anders sortiert. Ja, das ist alles also wunderbar. Ich denke, ich frage mich, ob es eine weiche Öffnung auch gibt. Ich könnte mir vorstellen, es gibt auch eine weiche Öffnung. Gibt es, gibt es. Und das ist was sehr Schönes. Ich bin zur Abwechslung mal wieder... Gibt es keine weiche Öffnung? Doch, das war sehr schön, das war romantisch. Ich glaube, ich bin ja bei einer Tür. Also was öffnet man eine Tür? So, und es gibt... Zack! Das ist eine harte Öffnung. Genau, wenn einer dahinter steht. Und eine weiche, es ist einfach eine bestimmte Einstellung der Tür. Ja, aber das ist doch sehr gut beim Schlüsseldienst. Eine weiche Öffnung ist mit einem Dietrich und eine harte ist, du brichst die Tür auf. Das ist gut. Eine harte ist, du brichst die Tür. Wir haben genug gescherzt. Ich glaube, das ist ein Begriff aus dem Sport. Habe ich recht? Und reicht das so? Also es reicht nicht und Sport würde ich sagen im weitesten Sinne auch. So, also Spiel, aus dem Spiel. Eisangeln, ich bin beim Eisangeln. Wo sind Sie? Angeln beim Eisloch. Ich bin bei den Eskimos und ich bin bei den Löchern, die man in eine Eisdecke schlägt, um da seine Angel reinzuhalten. Und bei einer harten Öffnung, da verletzen sich die Fische noch an der Kante. Ja. Und bei einer weichen können die sich so schön rausziehen. Oh. Vielleicht ist es ja wirklich was, vielleicht ist es eine OP. Bei einer OP, eine harte Öffnung ist eine große Öffnung und da muss man das mit so Klammern festmachen, das ist hart, das muss man immer schlimm wieder zunähen und eine weiche Öffnung ist dann was kleiner. Eine kleinere Öffnung, eine weiche Öffnung ist, wo man hinter Frau von Sinn, die war nicht schlecht mit dem Eisangeln. Das ist nämlich aus den Tetrapack-Dingern, die weiche Öffnung, da macht man so ein kleines, wunderschönes, leuchtendes Metall-Aluminium-Stück so. Ab. Das ist aber schön. Mach das mal. Mach mal die Tetrapack. Wenn du danach sagst, das ist schwul, dann. Ich mag Männer, die eine Tetrapack-Öffnung darstellen können. Ah, wir heiraten. Okay, Bernhard Reiter. Und die harte Öffnung ist, wenn man mit einer Schere die ganze Pappe abschneiden muss. So schnipp, schnapp. Alles falsch. Nein, wir sind beim Spiel, ne? Spiel. Sport, 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 S
Also eine Sport, schon. Sport in, eine harte Sport Öffnung. Im weitesten Sinne. Weitesten Sinne. Das ist sowas wie, also kein Wettkampfsport, sondern so etwas wie Tauchen oder Bergsteigen oder vielleicht auch Bungee-Sprung. Und zwar ist die harte Öffnung, wenn, also, wenn das, es nicht sein soll. Weiß. Ja, das ist halt dann, erst öffnet sich das Seil und dann ist die Landung. Harte Öffnung, Free Climbing, eine harte Öffnung, irgendwie Free Climbing, eine harte Öffnung im Fels oder so, dass man dann nicht. Das ja, sowas. Ich hab selber gemerkt, das ist blöd. Er spricht schon ganze Sätze jetzt. Harte Öffnung. Eine Kneipe auf der Reeperbahn, Herr Balder. Nur als Angebot? Ja, nein, Tür. Nicht. Okay. Lass uns doch beim Spiel bleiben, beim Sport. Im weiteren Sinne. Ich bin immer noch bei hart und weich. Und ich glaube, eine harte Öffnung ist, wenn man etwas öffnet mit brutalem Werkzeug oder brutaler Kraft, während man eine weiche Öffnung erreichen könnte durch geschickteres Vorgehen. Hat damit überhaupt nichts zu tun. Prima, danke. Gibt es eine weiche Öffnung? Wollen Sie mir insofern helfen? Kann ich nicht. Ich glaube, es gibt nur eine normale Öffnung, denke ich mal. Ist es denn eine Öffnung im Sinne von was durchlassen? Das sage ich nicht. Aha. Weil Sie es nicht verstanden haben, was da steht. Es ist ein Mannschaftsspiel, das man hart öffnet, indem man die gegnerische Mauer durchbricht. Nein. Aber es also was ein aus der es muss aber sowas sein. Ist irgendwas, ich glaub, es ist sowas wie Wandern oder so. Also ihr sowas, seid ganz falsch. Also Wandern ist ganz falsch, ganz Leute. Ganz, also dürft ihr nicht sagen, außer Wandern. Alles Militärisches. Nein. Unter uns denn auch, aber... Mittelalter? Also was schon gar nicht. Das wimmert, Frau von vielleicht Wimmer. Im weitesten Sinne auch militärisch. Auch, ja. Harte Öffnung. Ihr kommt nicht drauf. Nee. Das hat nichts mit Wolken zu tun. Mit was? Wolken. Beim Fliegen, dass irgendwie die Wolken auseinanderziehen und der Flieger geht da durch und es ist eine harte Öffnung, oder? Nein, damit hat es nichts zu tun. Nein. Wir glauben. Und Segeln, Wasser, sind wir auf dem Wasser? Da sind wir überhaupt nicht und jetzt sage ich es euch. Bitte. Vielleicht wollen wir es gar nicht wenn wissen. Ihr nicht, ich sage es einfach den Zuschauern. Ihr könnt ja weghören. Also, meine Damen und Herren, Sie möchten es gerne wissen. Wenn ein Fallschirmspringer die Reißleine zieht, dann dauert es normalerweise 3 Sekunden, bis er von 200 Kilometer auf 20 Kilometer heruntergebremst wird. Wenn der Fallschirm nicht richtig gepackt war oder spezielle Luftverwirbelungen auftreten, dann kann es auch schon mal schneller gehen. Dann bremst der Schirm den Springer in 1,5 Sekunden von 200 Stundenkilometer auf 20 Stundenkilometer. Und dabei wird der Körper des Springers regelrecht zusammengestaucht und Fallschirmspringer bezeichnen diesen Vorgang als harte Öffnung. Ja, ich weiß, ich war vor dem Fallschirmspringen 1,95. Philipp Sprenger, 500 Euro für Sie. Ich habe mir gedacht, das ist ein schöner Übergang, meine Damen und Herren. Wir bleiben mal ein bisschen in der Luft. Wir kommen zu Markus Steinecker. Er wohnt in Leverkusen und Markus Steinecker möchte Folgendes wissen. Warum fliegen Jumbo-Jets durch die Gegend, die hinter dem Cockpit ein 10 cm großes Loch im Rumpfdach haben? Im Rumpfdach? Ja. Sodass es wirklich Kontakt hat mit dem, was außenrum ist? Weil ich weiß nämlich inzwischen, dass da überall Kameras installiert sind. Und habe sehr große Verspannung, wenn ich auf die Toilette gehe. Ja, aber die Leute, die das sehen, erst recht. Also es ist richtig ein Loch wie bei einem Walfisch, also, wo man den Himmel durchsehen genau kann. Genau beschreiben. Nein, es fliegen Jumbo-Jets durch die Gegend, die hinter dem Cockpit. Cockpit ist da alles. Cockpit ist klar. Ja. Ein 10 cm großes Loch im Rumpfdach haben. Ja, da schmeißt man das Geld rein und dann fliegt das Flugzeug. Hatten Sie das schon beim Start oder erst während des Fluges? Das ist schon beim Start. Also, schon beim Start, das heißt immer. Ja. Und das sind immer nur, manche Flugzeuge. Nicht alle Jumbos. Es fliegen Jumbos durch die Gegend. Ja. Ich darf jetzt bitte nochmal... Die haben dieses Loch. Ja. Muss man aufpassen. Ne? Ja. Ich möchte bitte noch einmal wissen, ist dieses Loch gestopft während des Fluges oder kommt da Luft rein oder raus? Das also ist das ein Loch? Ist ein Loch. Und wenn ich da durchgucke, sehe ich da den... Es ist ein Loch. Ein Loch. Ein Loch ist normalerweise immer was zum Durchgehen. Natürlich, die Frage ist nur, ob man es eben schließen und öffnen kann und ob es während des Fluges geöffnet ist. Das ist doch eine... Meine Damen und Herren, machen Sie sich keine Sorgen. In den nächsten 15 Minuten werden wir klären, wie diese Frage genau zu verstehen ist. Bitte machen Sie weiter. Die haben die Klimaanlage gespart. Genau. Schluss, Schiebedach. Ein Jumbo mit Schiebedach. Ah, es hat Warme drin. Ja, klack. Das müssen ganz spezielle Jumbos sein. Das können keine Passagierflugzeuge sein. Vom Druckausgleich würde das nicht gehen. Wissenschaftliche Experimente werden gemacht. Dort befindet sich eine Kamera, die den Sternenhimmel abfotografiert und aufgrund des vorliegenden Kartenmaterials
neue wissenschaftliche Erkenntnisse hervorbringt. Falsch. Man kann die Hand durchstrecken und dann winkt man, wenn man landet. Juhu, wir kommen, schreit der Pilot. Und der Kapitän von diesem Jumbojet, der geht einfach gerne draußen pinkeln. Es ist kein Passagierflugzeug, da sind wir uns einig drüber. Also, es ist ein Forschungsflugzeug. Es ist ein spezielles Flugzeug. Es ist dazu da, um bestimmte Messwerte zu bekommen. Diese Dinger sind als ganz normale Passagierflugzeuge geflogen. Sind vorher, aber dann nicht mehr. Weil es wird zum Beispiel die NASA, was die ja sehr gerne macht, ist mal so ein bisschen Werbung. Dann setzt NASA-Wissen jetzt. Genau. Dann setzt die mal so eine Columbia, so eine Raumfähre da oben drauf und fährt mit der durch die Gegend. Und um die festzumachen, muss man natürlich ein Loch reinmachen, wo man dann das andere dran festmacht. Ja. Und danach ist sie nicht mehr zu benutzen. Richtig. Aber die fliegen trotzdem hin und her und probieren ein paar Sachen aus. Nein, NASA. Nein, das Loch ist ja zum Cockpit, da stimmt irgendwas nicht. Man guckt hoch, ob da jemand auf dem Dach mitfliegt, der nicht bezahlt hat oder so. Man guckt mal raus und sagt, ach guck mal, das wäre der Anhalter von München-Tegel oder so da mit dabei. Ja. Nein, Berlin-Tegel. 10 Zentimeter. Ein 10 Zentimeter großes Loch. Ist ja nicht viel. Ist nicht 10 Zentimeter, viel. Ja, aber ist doch für ein Flugzeug ziemlich viel, wo alle völlig hysterisch sind, wenn da Löcher reinkommen. 10 Zentimeter, das ist... Wenn du in 10.000 Meter Höhe fliegst und so ein Loch hast, dann fliegst du plötzlich auseinander. Hat das was mit Druckausgleich zu tun? Fliegt nicht auseinander. Hat das was mit Druckausgleich zu tun? Nein. Aha. Nein, der Druck ist ja gar nicht dieses mehr dieses Loch ist ein Loch zum Cockpit hinein. Im Rumpfdach. Im Rumpfdach? Ja. Direkt hinter dem Cockpit. Nicht also nur in der Außenhaut. In der vorne, also nicht im Cockpit selber, sondern da, hinter dem Cockpit. Das Cockpit bezeichnet in diesem Falle die beiden Sitze der Piloten vor. Das heißt, es ist also noch in dem Steuerbereich der Piloten, nicht da, wo die Stewardessen den Kaffee machen. Es gibt eine einzige. Ich weiß es. Ich glaube, ich weiß es auch. Aber du zuerst. Also vorne sitzen dann die Piloten, da hinten sitzt, hinter sitzt ja der, der die Karte liest und der wissen muss, wo es lang geht. Und wenn der es nicht weiß, dann mal... Richtig, wir müssen weiter geradeaus. Das ist es. Genau. So. Morgen. Ja. Genau, das ist gut, oder? Das ist genau, hat er recht. Wenn der Radar ausfällt, dann guckt man hoch, sieht die Sternenkonstellation und weiß, wo man langfliegen muss. Nee, ich möchte es genauer hören. Genauer als das? Ah. Also, wenn der Radar ausfällt. Achtung, jetzt, wir sind da, wir kommen. Das wird geil. Achtung, also der Radar fällt aus. Nee, das stimmt. Ne? Wir kennen das aus dem Katastrophenfilm. Ja, fällt aus. Weg. So, jetzt muss der Pilot ja wissen, wo er ist. Richtig. Ja. Und jetzt guckt der nach oben. Da ist ja der Schlitz, dieser 10 cm. Das Loch. Runde Loch. Der guckt mit einem Auge, bitteschön. Und dann sieht der jetzt Sterne. Ja, da sieht er die Sternkonstellation, der sieht den Mond, der sieht, ob ein anderes Flugzeug drüber hinwegfliegt. So nicht. Und da kann er den Sextanten nehmen und von den Sternen die Position bestimmen. Sextanten. Der tut ein Gerät da durchstecken. Ja. Der steckt etwas durch dieses Loch. Der müsste gehen, habe ich ja gerade gesagt. Deute nicht da und auf mich, wenn ich sage. Der steckt den Sextanten. Doch gleich zu. Der steckt den Sextanten durch das Loch. Wer? Der Fuzzi, der da immer wieder weiß, wo es lang geht. Navigationsoffizier. Der Navigator. Der Navigationsoffizier. Hab ich gesagt zuerst. Ist egal, ich lasse es so gelten. Ja, Herr Heiko. Also ich werde es euch mal genau sagen, wie es war. Es fliegen immer noch Jumbos rum, die an besagter Stelle dieses Loch haben. Die meisten dieser Modelle sind inzwischen ausgemustert. Lufthansa hat noch solche Flugzeuge im Einsatz, aber nur Frachtflugzeuge jetzt noch. In den Anfängen des Jumbos hatten alle Flugzeuge dieses Loch. Denn damals in den 60er Jahren saßen noch 4 Piloten in einem Jumbo-Cockpit. Einer war ausschließlich zuständig für die Navigation. Für den Fall eines Defektes am elektronischen System schnappte der sich einen Sextanten, der durch dieses Loch in der Decke nach außen gehalten werden konnte, um dann anhand der Sterne weiter zu navigieren. Die letzten noch fliegenden Jumbos mit Loch im Dach werden von der Lufthansa demnächst ausrangiert. Schade. Richtige Antwort. Ja. Tut mir leid, Markus. Heute haben wir sogar 2 Streber hier. Es ist verstanden. Es wird immer schlimmer. Jörg Hintze wohnt in Itzehoe. Und Jörg möchte wissen, was ist das sogenannte Bewegungsgeld? Das kriegen Beamte. Zur Motivation. Sie werden lachen. Soweit richtig. Ich kann nur wissen, welche und wofür. Herr Vollstein, genau die richtige Antwort. Ich schließe mich dafür der Antwort an. Ich habe nur gesagt, Puff. Wieso? Ja, da war ich eben auch. Aber wir sind ja schon bei Beamten und dann sind wir nicht mehr im Puff. Dann bin ich haben dafür, Sie eine Ahnung, wie viele Beamte im Puff sind? Ja, aber die müssen sich doch eher nicht bewegen, oder? Na ja, gut. Ich wäre jetzt dafür.
dafür, dass es ein anderer Ausdruck für Kilometergeld ist, also Bewegungsgeld. Wenn man sich aus den Amtsräumen hinaus bewegen muss, eine Zusatzzahlung für Beamte. So nicht, nein. So kann ich es nicht gelten lassen. Aber es hat jetzt was. Geht's okay, wieder los. Ist das das Geld? Ah, Pause! Ist das, weil so viele Beamtenstellen gestrichen sind und wenn ein Beamter sehr weit fahren muss, um seinen Job in einem sehr weit entlegenen anderen Ort nachzukommen? Nein. Oder wenn es hat was mit der Pause zu tun. Die Pause wird doch jetzt abgezogen von der Dienstzeit. Also Raucherpausen, da war irgendwas, habe ich komisches, habe ich gelesen. Wenn die rausgehen zum Rauchen, wird das abgezogen. Wenn man aber nicht raucht dann, und drin bleibt, dann kriegt man mehr Geld. Irgendwie sowas war das. Bin ich auf dem richtigen Weg? Eine Ortsveränderung. Ist damit ein Umzug, ein Leider nicht. Nein, mich würde interessieren, welche Beamte und warum? Warum? Bewegende Beamte. Bei der Polizei. Post, die ja keine Beamten mehr hat, schon ist falsch. Der Lösungsansatz falsch. Genau, ja. Richtig. Polizei. Bei der Polizei. Bei der Polizei. Bei der Polizei. Ah, wenn Sie jemanden verfolgen. Ja, die fahren ja immer so viel rum. Nein, wenn Sie aber zu Fuß nachlaufen müssen. Stimmt, Polizei, stimmt. Ja. Wie ist das denn bei Streifenpolizisten, die einfach unterwegs sind? Ah, dann sind wir bei Politessen. Weil das sind ja keine richtigen... Die Politessen kriegen kein Bewegungsgeld, die kriegen einen auf die Fresse. Wenn man dieses auf die Fresse, wirklich auf die Eierstöcke und die Politessen tun mir auch leid. So, sorry. An dieser Stelle ein Gruß an die Politessen. Oh, an alle. Ah, aber es geht um Politessen. Nein, geht nicht um, überhaupt nicht. Dann geht es um Autos, die abgeschleppt werden. Erst recht nicht. Polizisten, Streifenpolizisten, die so die rumfahren. Sich bewegen, die laufen. Die Streifenpolizisten sind ja, ich meine, die stehen ja nicht den ganzen Tag. Die fahren ja immer rum. Ja, die fahren ja immer rum. Und wenn die sich ganz viel wenn bewegen, die ganz doll rumfahren. Wenn die ganz doll rumfahren, weil irgendjemand ganz schnell wegläuft, dann kriegen die Bewegungsgeld. Nee. Vielleicht ist das, sind das Beamte, die sich von einem Zuständigkeitsbereich in den anderen... Ah! Beamte, die sich einkleiden. Die gesamten Polizisten werden an einem Ort eingekleidet und die müssen dann irgendwie von München nach Hamburg oder sowas fahren, um sich einkleiden zu lassen. Und für diese Strecke gibt es ein Bewegungsgeld. Weil sie müssen sich zum Einkleiden hin bewegen. Nee. Hat das was mit Demonstrationen zu tun? Erst recht nicht. Und hat das was mit Straßenschildern zu tun? Schon gar nicht. Wenn Sie einen Gefangenentransport durchführen oder eine Verhaftung, dann bewegen Sie sich mit dem zusammen und dann kostet das extra. Ist das furchtbar. Hat das was mit Verfolgung? War das richtig? Nee, es war falsch. Hab ich nichts gesagt, ihr habt mich ja nicht zu Wort gemacht. Mit Verfolgung, es hat was mit Verfolgung zu tun. Wenn er ganz viele Leute verfolgt, pass auf. Wenn er ganz viel verfolgt, dann kriegt er mehr Geld. Das hat pro Kilometer 10 Cent. So ist es doch. Spritgeld. Nein. Sprit. Ich hab's also, verfolgt. Der Polizist bewegt sich und bekommt dafür Geld. Da sind wir uns einig. Ja. Herr Balder, schließen Sie sich an, kommen. Inline-Skates-Polizisten, die durch den Fußgängerzone mit so Inline-Skates, die kriegen Kohle, dass die Inline bewegen. Der Polizist bewegt sich, kriegt dafür Geld, damit bin ich so nicht einverstanden. Ja, Sie wollen wissen, warum der sich bewegt, mit welchem Fuß er zuerst und so was. Nein, die Türen. Links, rechts, links, rechts, links. Inline-Skates bei Polizisten? Das gibt es, habe ich letztens gesehen. Die fliegen immer auf die Seite. War da schon die richtige Spur, ne? Ja, auch. Ja. Vielleicht bei einer grenzüberschreitenden Verfolgung? Nein. Dann auch so? Und wenn er Verkehrsmittel benutzen muss? Die kriegen Geld, die zahlen Geld. Die vielleicht, wenn die verfolgt werden, nicht wenn die von selber verfolgt. Bewegen. Du scheiß Bulle, muss er wegrennen. Oh, scheiße, krieg ich wenigstens mehr Geld. Hat das mit der berittenen Polizei zu tun, mit den Pferden? Die Pferde kriegen mehr Geld. Also der Verfolger, da ist so, ich stelle mir das vor, ich bin jetzt so ein Polizist. Also das hat nichts mit dem Vehikel der Polizei zu tun. Ich stelle es mir vor. Hat aber was damit zu tun, dass sie sich eben mehr bewegen als jetzt ihre Kollegen im selben Dienst. Vielleicht sind das also Polizisten. Also so, wenn ich das so gelten lasse, seid ihr völlig auf der falschen Seite. Vielleicht sind das Polizisten, ich weiß ja auch nicht, warum die dann verfolgen, aber egal. Vielleicht verfolgen sie einfach nur ein Ziel, so glücklich werden im Leben oder so. Und vielleicht sind das einfach Polizisten, die öffentliche Verkehrsmittel benutzen, um zu einem Tatort zu kommen oder sowas. Und das wird bezahlt. Nee, es geht um Verfolgung. Auch. Im weitesten Sinne geht es um Verfolgung. Im weitesten Sinne, das ist wenn wieder ein Polizist einen Verbrecher mit öffentlichen Verkehrsmitteln verfolgt, dann kriegt er was erstattet. Weil er mit dem Bus dann hinterher kam. Das war herrlich, stell mal vor. Mach so schnell, ich bin gerade bei der Verfolgung. Mach so schnell, danke fürs Ticket, ding, ding. Ich sag's euch mal. Ihr seid ja fast dran, aber ihr kriegt's nicht. Kripo-Beamte, die bei Beschattungen eingesetzt werden. Deswegen habe ich gesagt, Verfolgung im weitesten Sinne. Beschattung ist ja auch eine Verfolgung. Gut. Kommen immer wieder mal in die Situation, an Stellen Positionen beziehen zu müssen, wo es auffallen würde, wenn sie dort nur rumstehen. Zum Beispiel an einer Würstchenbude. Ja, wenn der Beamte sich also dort
zum Beispiel eine Wurst kaufen muss, damit es nicht auffällt, dann hat er für solche Ausgaben einen besonderen Spesensatz. Offizieller Ausdruck dafür, Bewegungsgeld bei der Polizei. Hat also nichts in erster Linie damit zu tun, ob der jetzt rumrennt oder nicht, sondern wenn er Aktionen machen muss, dafür Geld ausgeben wenn muss, er jetzt in einem, Zeitung kaufen muss. Wenn er jetzt in einem Puff beschatten muss, dann ist das Doppelbewegung. Das ist Doppelbewegung. Auf jeden Fall Jörg Hintsche aus Itzehoe. 500 Euro für Sie. Gratulierung. Wir kommen zu Christian Herden. Er wohnt in Halle und Christian hat eine sehr interessante Frage. Er möchte wissen, warum gibt es auf der kleinen griechischen Insel Santorin 475 Kirchen und Kapellen? Kleiner Information, Santorin ist 76 Quadratkilometer groß, damit kleiner als Sylt. Sylt hat 95 Quadratkilometer. Und gibt wie viele Kapellen hat Sylt, Herr Balder? Weit nur, dann ist die Relation ungefähr für mich wie viele genau? Wie viele sind das jetzt viele Kapellen für so eine kleine Insel? 475 Kirchen und Kapellen. 475. Die wussten nicht, wie man Häuser baut, die konnten nur Kirchen. Also, ich war ja mal auf Santorin. Ja. Ich fahre ja nicht nur nach Mykonos, ich war auch mal auf Santorin. Na, dann wirst du es ja wissen. Und das ist ja eine Vulkaninsel, die ist ja so rund, da ist also in der Mitte ist das eingesunken, das ist, geht um so einen See rum. Wurde ja mal völlig zerstört in einem massiven Erdbeben. Also Inseln gehen ja meistens, das ist ja meistens ein See. Ja, aber das so, die geht so richtig rund rum. So. Und da ist, in der Mitte war dieser Vulkan, der ist ausgebrochen, dann ist es eingefallen, da ist in der Mitte ist alles ist so ein See. Das heißt, die geht so rum. Vielleicht ist es ja für die vielen Opfer, die damals bei dem Vulkanausbruch gestorben sind. Und das, deshalb gibt es verschiedene Vielleicht Kirchen. Ist das ja ein Trainingscamp für Popen. Genau. Wo die geschult werden. Ja. Mit so kleinen mit so Trainingskapellen. Ja. Trainingskapelle. Nee. Aber ich meine, dann weiß Thomas ja, wie groß die Insel ist. Nämlich nicht sehr groß. Nee. 475 Kirchen und Kapellen gibt es dort. Nee, das ist das Las Vegas von Griechenland. Da fahren alle hin, um sich heiraten, um sich trauen zu lassen. Hallo, kannst du mich mal hier? 1, 2, 3, dankeschön. Vielleicht, ich glaube, es hat da einen mythologischen Hintergrund. Also irgendwie sind dort vor etlichen Jahren mal 475 Märtyrer gestorben und man hat für jeden Einzelnen einen gemacht. Oder aber es sind, die Kreuzfahrer haben da ja also gerne mal so Halt gemacht, sich eine Currywurst geholt, auf dem Weg weiter. Und haben auch für jedes Schiff, die haben dann so... zu Gottes höheren Wein haben sie da so ein Ding gebaut, damit das alles gut läuft. So sind die Art, so richtig religiös, Herr Balder, ne? Bin ich da nah dran? Ich meine, das... Nee. Das hat doch irgendwas mit Verewigung zu tun, mit Aberglaube oder irgendwas. Wenn man da eine Kirche, wenn man eine Kapelle baut, dann hat man was davon. Das, sowas. Das hat was mit der Seefahrt zu tun. Ja, sowas. Das ist also eine Insel, die in früheren Zeiten immer von den Seefahrern angefahren wurde. Ja. Die dort Kapellchen... Du weißt das genau, wenn bei jeder Rettung eine Kapelle zu errichten. Genau, sowas. Zum Beispiel. Ich glaube auch, weil das sind, müssen ja ganz kleine, das sind jetzt ja nicht, wenn das so viele sind, das sind nicht große Kapellen. So große, so kleine. So kleine Kapellen. Nein, das ist ein Minigolfplatz. Legoland, das ist ein Legoland. Alles falsch. Aber es, hattest du doch mit der Katastrophe, mit dem Erdbeben, mit dem Vulkanausbruch? Nein, überhaupt nicht. Hattest du aber mit der Seefahrt hattest du zu tun. Erst richtig. Es hat aber mit einem bestimmten Brauch auf dieser Insel zu tun. Auch schon gar nicht. Hat das was mit Kapellen zu tun, Herr Ball? Natürlich, 475. Ich wollte nur wissen, ob Sie noch dabei oder sind. Oder meinen Sie, es ist Musikkapelle? Weil das ist halt ein wahnsinniger Architekt. Wohnen da Menschen drin? Natürlich. In die Kapelle? Ehrlich jetzt? Da wohnen Leute drin? Na klar. In die Kapellen? Nur der Küste oder mehr Leute? Wahrscheinlich mehr. Da wohnen Leute drin. Denke ich mal, ja. Also eine Art von Wohnhaus. Ach, das denken Sie denn? Vielleicht war das früher mal eine große Klosterinsel oder sowas. Hat dann in einem Orden gewohnt oder so. Die haben Kapellen gebaut. Oder eine gemacht worden. Zuflucht. Hat das was mit Zuflucht zu tun? So mit nicht verfolgt werden können? Man, wenn man in so einer Kapelle ist, dann kann man nicht verhaftet werden oder nicht mehr ausgewiesen werden oder irgend so ein Kram. Baue ich mir eine Kapelle, einmal drei Schnippschnapp, wunderbar, noch Weihrauch dabei. Zack, kann ich nicht mehr hier weg von der Insel. Richtige Antwort, Herr Schmitz. Dankeschön. Ich würde da an den Teufel denken, wo ich gerade Herrn Schmitz gehört habe. Und zwar, dass man halt, dass halt sowas gibt, wie der Teufel kommt halt aus diesem Vulkan raus, so schwuppdiwupp. Guckst du mich denn da jetzt an? Weil du gerade Vulkan erzählt hast, jetzt pisst, seid ihr nicht so angepisst. Schwuppdiwupp. Nur weil ich, schwuppdiwupp ist doch kein schlimmes Wort. Ich kann auch sagen, holla die Waldfee, ist mir doch egal. Ja, du mach doch du weiter jetzt. Papa, der schlägt mich immer. Wir kommen hier nie wieder raus. Also mit dem Bernhard. Und der Teufel geht ja nicht in ein geweihtes Haus, in eine Kapelle, in eine Kirche, und deshalb sind die da eingezogen. Was Aberglaube. Herbert. Das wäre ja ein bestimmter Brauchtum. Nein, ich gehe davon aus, dass es üblich war, dass zu jedem Haus auch eine Kapelle gebaut wurde. Eine Zeit lang. Weil ein Gelübde
Überhaupt. Also von jetzt habe ich nochmal, einfach nur, weil das mit dem Vulkan ja sehr überzeugt. Nein. Es war ja sehr überzeugend mit dem Vulkan. Und vielleicht ist die Tatsache, dass das Kapellen oder Kirchen sind, hat es ja nur was mit der Architektur zu tun, dass die Dächer so spitz sind, dass die Lava da gut gelaunt runterlaufen kann. Es hat überhaupt keinen christlichen Hintergrund, sondern einen rein architektonischen. Überhaupt nicht. Dann hat es was mit der Klingel zu tun. Die können nämlich keine Klingeln bauen, weil die wissen nicht, wie das geht. Genau. Und in so einer Kapelle ist ja eine Glocke. Und deswegen haben die alle gedacht, ach gut, dann machen wir da so eine kleine Kapelle hin. Ding dong, bin da! So. Fertig. Nee, lassen Sie mal. Ein religiöser Themepark, es ist ein religiöser Robinson-Club. Das sind einfach nur die Einheiten der Bungalows, die in Kapellenform gestylt sind. Das waren für den modernen Event-Tourismus. Das waren keine Kunstbauten, diese Kapellen. Das waren richtige Bauten. Die haben alle den Film. Die Mönche oder so, die gehen doch gerne schon mal in Klausur. Eremiten, genau. Ja. Und vielleicht war das irgendwie eine besondere. Für Einsiedler. Ja, das ist witzig. Ich glaube, ich werde euch mal helfen. Nee! Sag nicht nee! Doch, helfen, ja! Besser denn. Oder wenn Sie jetzt sagen, ihr kommt nicht drauf, dann habe ich eine Krise. Ja, ich auch. Ich werde euch helfen, ich werde es euch sagen. Nee, ich weiß es. Die sehen alle aus wie Quasimodo auf der Insel und deswegen fühlen die sich so wohl. Oh, die Glocken, die Glocken! Oh, die Glocken! Das ist es! Doch, also. Ich sag's euch. Also, warum gibt's dort 475 Kirchen und Kapellen? Ganz einfach. Geht zurück auf das 16. Jahrhundert, als Santorin fast 30 Jahre lang von den Türken besetzt war. Damals galt, nach dem Tod eines griechischen Grundbesitzers, gingen die Eigentumsrechte an dem Stück Land auf die türkischen Besatzer über. Ausgenommen, auf dem Grundstück stand eine Kirche. Dann fiel das Land an die griechisch-orthodoxe Kirche. Also bauten viele Inselbewohner überall auf ihren Grundstücken Kapellen und Kirchen, tricksten so das Erbrecht aus. Ergebnis 475 Kirchen und Kapellen auf einer Fläche von 76 Quadratkilometern. Sind wir jetzt klug? Ja. Ja. Boah. Nee, ich finde es einfach gut. Sogar bin ich jetzt wirklich für Sie. 500 Euro für Sie. Gratuliere Ihnen sehr. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das war ein Schutz. Habe ich gedacht, das hat er allein gesagt. Aber jetzt... Roswitha Holzmüller wohnt in Köln, ist heute Abend hier bei uns im Studio. Roswitha. Da. Roswitha. Roswitha hat eine sehr schöne Frage. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob ihr das rauskriegt. Was versteht man unter Trommelsucht? Schön, dass du so weit oben sitzt. Trommelsucht, da würde ich erst mal sagen, das ist bei den Hasen. Der Hase trommelt doch immer und das hat was mit der Balz zu tun und der hat aber keinen Bock nur zur Balzzeit, die Trommelei oder zur Warnung. Der hat so geile Vibrationen bei der Trommelei und das ist also eine seltene Hasenkrankheit, dass der nicht aufhört zu trommeln. Ficken! Mit dem Stichwort so rübergeben, Specht. Specht, ich bin bei einer menschlichen Krankheit. Specht? Die trommeln doch auch. Ich hätte an was gedacht, dass das wirklich eine alte Krankheitsbeschreibung ist. Also man sagt ja auch, zu Epilepsie hat man Fallsucht gesagt. Und vielleicht ist das so ein Zittern oder irgendwas oder eine Nervosität, die man Trommelsucht nennt. Vielleicht auch nicht. Ich glaube, das ist ganz sicher ein Krankheitsbild bei Heavy-Metal-Drummern. Das ist ganz, ganz klar. Die sind ja oft nicht die Klügsten, wir müssen mal ehrlich sein. Und die können dann auch nur so trommeln und die sitzen immer in der Ecke. Dann sagt jemand, Trommel. So wie in der Muppet-Show immer. Das ist die Trommel so. Es ist tatsächlich krank, aber das sind Menschen, die sind wirklich süchtig. Aber die sind süchtig nach Waschmaschinen. Oh, so schöne Trommel, guck mal. Oh, so schöne Trommel, guck mal. Oh, jetzt Schleudergang. Ich weiß es. Lass sie doch mal klatschen, verdammt noch mal! Trommelsucht. Ich weiß es. Ja, Herr weiß es. Aufgrund meiner musikalisch-klassischen Bildung weiß ich das einfach. Wenn ein Orchester reist am Flughafen, ne? Die haben ja sehr viele Instrumente mit, sie werden aufgegeben, dann stehen die alle im Fließband rum, da kommen die Instrumente raus und alle haben dann die Geigen, Harfen und so weiter. Und da gibt es immer einen, der die Trommel sucht. Die Dame auch aus Köln kommt. Ja, ich glaube, dass das ein spezifisches karnevalistisches und Rheinländer-Phänomen ist. Und das hat man jetzt so getauft. Wie sieht das aus? Ja, es ist ja so, der Kölner an sich liebt es, zu Karneval mit der dicken Trumm rauszugehen. Da gibt es auch ein berühmtes Lied.
Und wenn das Trümmel steht, dann schon mal parat, wenn man weg durch die Stadt und jeder hätte gesagt, Kölle, Alaf, Alaf, Kölle, Alaf. So, und das ist Trommelsucht, das ist diese Sucht des ja. Kölnischen, schon im ja. Sommer ja. lungert der um den Kleiderschrank, wo die dicke Trommel drin ist. Kann, das ist den Ersten und das Ersten. Kleine Kölner Baby kommt schon so auf die Welt. Ja, so. Ja, wie die Ersten damals. Ja, ja. 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 Wie Sie bereits eben feststellen konnten, haben wir einen Herbert Feuerstein, genauso wie auch bei mir einen großen Karnevalsfan. Ich habe innerlich mitgesungen. Aber darf alle Zuschauer begrüßen, die jetzt wieder bei uns sind. Trommelsucht, aber es ist etwas Sucht medizinisch. Es ist eine Krankheit im Innerohr. Nein, ja, Trommelfell. Trommelfell, das ist, aber, ja, ist was Medizinisches. Medizinisches ist es aber. Ne? Und zwar ist das eine Art von Wassersucht, wo sich der Bauch trommelartig aufbläht. Und daher der Name. Das ist richtig. Blähungen. Was? So. Das ist richtig, hat er gesagt. Blähungen. Ja. Bei wem? Bei Ihnen. Bei Kindern, bei Babys. Bei Babys. Bei wem? Bei alten Menschen. Bei Tieren. Bei Tieren. Bei welchen Tieren? Kühen. Hunden, Katzen, Bauern. Ich will keine Namen, ich will nur einen Begriff. Schmetterlinge. Wiederkäuer. Haustiere, Bauerntiere. Wiederkäuer. Paarhufern. Säugetiere. Säugetiere. Insekten. Fischen. Wale. Vögel. Insekten. Elefanten. Mein Gott. Keine Namen. Wieso keine Namen? Was gibt's denn für Tiergattungen? Fische, Säugetiere. Was sagt denn der Arzt? Wie unterscheidet denn der Arzt? Der Tierarzt. Tot und lebendig. Nein! Nein. Nennt man Blähungen bei Kleintieren, zum Beispiel Kaninchen, Meerschweinchen, hervorgerufen durch falsche Ernährung, Trommelsucht, weil der Magen aufgebläht ist und sich die Bauchdecke hart anfühlt, wie da war ich bei Trommel. Hasen am Anfang schon vorgekommen. Ich habe ja eine 22 Jahre alte Katze, die hat das auch manchmal. Natürlich. Und der Kuh, dann macht man das auch manchmal. Natürlich. Rosita, es tut mir leid, Sie haben es selber hier miterlebt, es hat keinen Zweck. Tahere Sadek kommt, wie der schon der Name sagt, aus Frankfurt am Main. Und Tahere Sadek möchte wissen, was ist trockenes Ertrinken? Trockenes Ertrinken? Dumm, das ist unglaublich. Das ist eine Form von Höhenkrankheit. Höhlen oder Höhlen? Höhenkrankheit. Ab einem bestimmten. Ich bin jetzt so aufgeregt, weil ich ja, weiß. Ja, das stimmt. Ab einer bestimmten Höhe. Nicht, dass du noch trocken ertrinkst. Wasser in den Lungen und man ertrinkt einfach nur. Ohne ertrunken und in der Luft. Schöner Gesichtsausdruck von dir, aber so falsch. Das ist richtig! Nein! Das ist absolut falsch. Der kann das ist richtig! Ich glaube dem Feuerstein mehr als ja, Ihnen. Das ist einfach so. Ihr könnt euch ja noch ein bisschen unterhalten, meine Damen und Herren. Ich sage inzwischen mal, macht ruhig weiter. Wenn Sie eine Frage haben, können Sie uns die schicken. Genial daneben, 50616 Köln oder vielleicht anrufen 01378 101120, will die Damen und Herren jetzt nicht stören. Oder fragen@genialdaneben.de. Es geht um viel Geld. Jetzt sind wir wieder da. Sie unterhalten sich noch. Trocknes Ertrinken. Es ist auf jeden Fall medizinisch. Also wir sind uns ja einig hier. Erstens sind wir einig, dass Herr Feuerstein recht hat. Zweitens ist er länger im Geschäft als Sie und dass wir was heißen. Natürlich. Ja. Drittens ist das, glaube ich, wenn man Symptome von Ertrinken hat. Symptome von Ertrinken, aber nicht, also man ertrinkt ohne Wasser. Wie wäre es mit Wasser in der Lunge, ohne dass man eben welches geschluckt hat? Wie ertrinkt man denn ohne Wasser? Kann mir das jetzt mal einer erzählen? Also man ertrinkt, wenn man ertrinkt, hat man eh kein Wasser in der Lunge. Richtig. Sondern man trinkt Wasser. Und die Lunge ist leer. Also jemand, der tot im Wasser landet, der hat Wasser in der Lunge. Daran kann man erkennen, ob einer vor oder nachher tot ist. Richtig. Kriminologe. Ja, das auf die Art und Weise habe ich eine Menge Geld geerbt. Ja, wenn man ertrinkt, hat man Wasser in der Lunge. Ja. Das Herr Balder, das ist so. Nein, das stimmt nicht. Nein. Das stimmt nicht. Nein, man hat kein Wasser in der Lunge. Doch, nein.
Die, doch, das haben wir doch in 20 Jahren Derek so gelernt. Ja, genau. Nee, ich habe doch immer die Szene, wo die sagen, hatte der tote Wasser in der Lunge. So, ja, dann kommt doch dann. Ja, aber dann war er schon vorher tot. Also, was ist denn? Ich will ja nicht wissen, was er trinkt. Ich möchte wissen, was Trockenes er trinkt. Das ist das Ganze ohne Wasser. Seine Höhenkrankheit. Ja, wie denn? Der hat zu viel Staub eingeatmet. Ja. Er ist alles voll mit Staub anstatt mit Wasser. Der lebt sehr schmutzig zu Hause. Der putzt nicht viel. Der hat Allergie. Der wurde erwürgt. Trockenes Ertrinken. Auf dem Berg. Ja. Ne? Der war so lange an der Bar gesessen. Scheiße, und zwar, der hat, wenn jemand Salzwasser trinkt, sehr viel, dann trocknet der Körper aus, weil der Salzgehalt im Blut höher ist als in den Zellen und das Wasser diffundiert zu den Zellen hin. Herr Ulker, Sie waren ja eben schon mal ganz nah dran. Deswegen möchte Das haben Sie nicht im Ansatz deutlich gemacht, Herr Weinberg. Deswegen möchte ich jetzt von Ihnen mal konkret wissen, was ist trockenes Ertrinken? Ertrinken ohne Wasser in der Lunge. Funktioniert wie? Ja, man ertrinkt. Und es ist kein Wasser in der Lunge. Und das Ganze in 5000 Meter Höhe, denn Herr Feuerstein hatte recht. Ja, das ist also eben, wenn das ist was im Begriff aus der Kriminologie oder eben Pathologie. Das ist eben, wenn der Patient kein Wasser in der Lunge hat, aber trotzdem im Wasser gefunden wurde. Das heißt, der Kriminologe hat den Beweis, er ist vorher umgebracht worden und nicht durch Ertrunken. Nein, so Wasserleiche ohne Wasser in der Lunge. Es gibt Wasserleiche ohne Wasser in der Lunge, natürlich. Also, aber ich möchte wissen, was ist trockenes Ertrinken? Das interessiert mich. Also Wasser. Kein Wasser in der Lunge, aber ertrunken. Symptome des Ertrinkens. Ja, Symptome des Ertrinkens. Hilfe, Hilfe. Ja, genau. Der hat noch einen Rettungsring. Genau, der liegt oben auf dem Berg, hat aber einen Rettungsring um den Hals. Natürlich. Und er dachte, er wäre im Wasser. Wasser. Er hat einen Neoprenanzug an. Der ist gar nicht, ist trocken noch. Wenn man den auspackt, ist alles noch trocken, aber der ist trotzdem ertrunken. Er bildet sich ein zu ertrinken. Das ist eine psychologische Störung, dass er denkt, er ertrinkt, obwohl er zu Hause im Bett liegt. Auf dem Berg, bei Herbert Feuerstein. In 10.000 Meter Höhe. Wie ist das denn mit jemandem, der vielleicht in Ohnmacht fällt und in einer Pfütze landet? Der ist im Prinzip ganz trocken. Aber der hat ja Wasser. Der war ja vorher tot. Warum hat er denn kein Wasser? Bleiben Sie mal bei dem, was Sie eben gesagt haben. Also, das ist ich wiederhole, wir gehen in die richtige Richtung. Ohnmacht. Warum hat er kein Wasser? Wenn ein Mensch bewusstlos ins Wasser gleitet, möchte ich mal sagen. Jetzt geht das wieder los. So, dann ist er nicht in der Lage, irgendwelche Lungendingen zu kontrollieren. Der Mensch ist nicht im Wasser. Der liegt irgendwo. Der ist im Wasser. Ja. Also im Wasser trockene Lungen. Ja. Und jetzt wollen Sie was wissen? Was trockenes Ertrinken ist. Wer war denn nicht schwimmen? Taucher. Das Wasser verschließt den Zugang zur Lunge. Das heißt, keine Luft kann mehr in die Lunge eindringen. Deshalb ist zwar kein Wasser in der Lunge, aber auch kein Sauerstoff kommt nach. Wie soll denn das Wasser den Zugang zur Lunge verschließen? Na, weil es im Hals verschließt. Weil er erbrochen hat dabei. Das passiert ja öfter. Falsch. Die Zunge ist dick. Wer ist dick? Die Zunge. Nein, die Zunge ist rot und grün. Oder verschimmelt. Das kommt auch schon mal vor. Das versteht die Nation jetzt nicht, liebe Nation. Das macht bezieht sich auf meine Zunge. Ich habe die falschen Bonbons vor der Sendung gelutscht. Der ist im Wasser. War denn also eben die Salznummer für Sie besonders prickelnd? Nein. Es geht darum, dass da ist ein Typ oder eine Frau im Wasser tot und die Lunge ist trocken. Und Und jetzt wollen Sie wissen, weil der war vorher tot. Ich möchte wissen, was trockenes Ertrinken ist. Weil das ist, wenn das jemand, wissen wir ja verdammt nochmal. Nein, er hat so viel geraucht. Nein. Wenn jemand Totes im Wasser versinkt. Nein. Wenn jemand Lebendes im Wasser versinkt. Zum Beispiel. Der trinkt. Der lebt und ist bei Bewusstsein und versinkt im Wasser. Zum Beispiel. Und ich denke immer noch, es ist was im Kopf, dass er denkt, er ertrinkt, aber er trinkt gar nicht. Also faktisch. Es ist vielleicht ein Ertrunkener, der aber nicht ertrunken ist durch das Schlucken von Wasser, weil das ist die herkömmliche Idee, wenn man ertrinkt. Oder er ist erschlagen worden oder er ist Panik. Das haben wir ja gesagt schon. Der Panik. Nein, verkrampft. Während des Ertrinkens hat er geraucht und konnte nicht exhalieren. Während des Ertrinkens hat er geraucht. So, also trockenes Ertrinken ist eine Leiche im Wasser, die aber nicht ertrunken ist. Ich sag's euch mal. Also. Das ist richtig, nur es geht ja hier nicht weiter. Ihr dreht euch ja immer auf der Stelle. Also, was wollen denn wissen? Was von wissen? Dieser Todesursache, trockenes Ertrinken, das ist eine Todesursache, spricht man, wenn jemand ertrinkt, ohne dass dabei Wasser in die Lungen eintritt. Ja. Soweit war man ja. Gesagt, so, ich möchte gerne wissen, wie es passiert. Das wusstet ihr nicht. Das kann tatsächlich passieren, nämlich dann, wenn ein Ertrinkender einen Stimmritzenkrampf bekommt. Ach so, das hat er ja klar. Stimmritzen.
sitzen auf der Luftröhre und dienen zur Stimmbildung. Und wenn diese Stimmritzen mit Wasser in Berührung kommen, schließen sie sich, damit kein Wasser in die Lunge eintritt. Eine reflexartige Verkrampfung, die sich dann meistens von alleine wieder nach ca. 30 Sekunden löst. Wenn dieser Stimmritzenkrampf allerdings bestehen bleibt, dann stirbt der Ertrinkende, so paradox das klingt, einen Erstickungstod. Im Wasser. Dann wird auch kein Wasser in den Lungen festgestellt. Der Gerichtsmediziner spricht dann von trockenem Ertrinken. Das wollte ich hören, habe ich nicht gehört. Tahereh Sadek aus Frankfurt am Main. 500 Euro. Sehr schöne Frage von Nils Kittel aus Hamburg. Ich weiß es, Stimmritzenknick. Nein. Nils Kittel aus Hamburg möchte gerne wissen, was ist ein Möbelwagenaustritt? Ein Möbelwagenaustritt ist, wenn du einen Umzug machst. Hinten geht die Klappe auf und der ist dann von Duisburg nach Bonn umgezogen und in Bonn ist das Billigregal nicht mehr hinten drin. Weil das wäre ein Möbelwagenausfall. Nee, Austritt. Ein Möbelstück ist aus dem Möbelwagen ausgetreten und nicht mehr bis an den Umzug. Mit einem großen Schritt ist das Billigregal aus dem Möbelwagen. Nee, das ist das Ding, was runterklappt. Da kann man dann austreten, um die Sachen auszuladen. Runterfahren. Wäre schön. Wäre schön. Ist, das glaube ich aber auch. Es ist, glaube ich, dieses Ding, was hinten runterfällt. Aber das ist jetzt nicht am Möbelwagen. Ich weiß, Sie haben gesagt, das ist falsch. Sie gucken mir wie das freundliche Pferd. Ich bleibe trotzdem dabei. Weil ich glaube nämlich, dass es an einem Menschen ist, dass es etwas ist an einem Menschen, was aussieht wie dieser Austritt hinten, also am Möbelwagen. Also zum Beispiel, es gibt ja Menschen, die sind nicht gerade hübsch. Ja? Ja. Und dann haben die zum Beispiel, die haben dann so irgendwo im Gesicht, da hängt das so und das fährt so rauf und runter. Und das heißt, Möbelwagenaustritt ist ein Begriff aus der Biologie. Kann man doch operieren. Kann man operieren inzwischen. Ich habe einen Möbelwagenaustritt. Genau. Ich den Möbelwagen aus, ich Herr Doktor, ich habe einen Möbelwagenaustritt. Ja. Sehr schön. Ich bin ja noch beim Möbelwagen. Also, da ist jetzt so ein Möbelwagenbelader. So, der ist da drin und sagt, ja, Regal rein, Kisten her, immer ran, danke, stimmt so. Jetzt kommt der ja nicht mehr raus. Weil die haben den ja, und dann gibt es hinten eine extra Tür, dass der entweder direkt ins Führerhäuschen kann oder aber auf die Straße. Ein extra Austritt für denjenigen, der im Möbelwagen nach hinten durchgepackt wurde. Ich würde das vordere Tür nennen. Aber wie wäre es denn, vielleicht gibt es ja so ganz moderne Möbelwagen inzwischen, die mechanische Situation haben, dass die etwas hydraulisch ausfahren können, dass man eben vom ersten Stock nicht mehr durch die Treppen muss, sondern man kann das sofort direkt auf diesen Austritt packen. Und der packt sich praktisch selber, der Möbelwagen. Das heißt, glaube ich, auch Steiger oder Kran. Ach, das ist schon eine menschliche... Vielleicht auch Hebebühne. Ja, jetzt komm, jetzt drücken Sie uns noch rein. Es ist eine menschliche Reaktion. Wie oft wird man zu einem Umzug eingeladen? Von guten Freunden, wo man sagt, das sind ja nur drei Kisten. Da kommt man dahin, da steht das Klavier. Dann sagt er, nimm du das doch mit runter. Ja. Und dann sage ich, nein, ich weigere mich, ich mache einen Möbelwagen-Austritt. Das ist ein Streik, eine Streikform. Ja. Sehr schön, falsch. Der Möbelwagenaustritt, das ist bei Türen. Es gibt Türen, die haben so eine normale Breite, aber bestimmte Türen haben irgendwie nochmal so 15 cm mehr, die man so aufklappen kann, damit auch breite Möbelstücke rausgenommen werden können. Die werden aber normalerweise nicht benutzt, weil das einfach zu breit wäre. Ich frage mich, ob der Möbelwagenaustritt, das ist, was ihr eben schon sagtet mit der Krankheit, also ob man etwas danach benennt, weil der Möbelwagen an sich sehr viele Sachen in sich staut, oder ob es einfach eine hydraulische Geschichte an einem anderen Lastwagen ist, was aber zuerst bei Möbelwägen benutzt wurde, sodass es einfach jetzt heißt, alle Treppen, was ihr eben schon sagt, an Lastwagen nennen sich Möbelwagenaustritt. Aber nee, pass auf, in meiner Schulzeit im 18. Jahrhundert, da hat man gesagt, Herr Lehrer, darf ich bitte austreten? Ja. Und dann ist es einfach vielleicht eine Toilette. Ja, wenn man so viel urinieren muss wie ein Möbelwagen. Das dann, muss man einen Möbelwagen austreten. Das ist sogar sehr klug. Die müssen so viele Kilometer abreißen und haben keine Zeit, Pipi machen zu gehen. Und dann haben die ihren eigenen Abfluss da vorne im Fahrerhäuschen. Das war schon eine sehr komische Antwort. Die richtige ist noch komischer. Die ist noch komischer. Hat das mit urinieren, also mit sich entladen, damit zu tun? Ganz und gar. Ja. Was sagt ihr ganz und gar? Ich sag's euch mal. Ja. Es wir können wirklich, uns nichts Komisches vorstellen. Doch, die Erklärung ist noch komischer. Ja. Also, wenn jemand bei einem Umzug auch das zuständige Finanzamt wechselt, kann ja vorkommen, und dann bei der Registrierung vergisst, im Kästchen Religion sein Kreuzchen zu machen, zahlt er automatisch keine Kirchensteuer mehr, obwohl er aus der Kirche gar nicht ausgetreten ist. Nein. Und viele Betroffene merken dies erst, wenn sie zum Beispiel danach irgendwann kirchlich heiraten wollen und vom Pfarrer erfahren, dass sie gar nicht mehr zum Kreis der Schäfchen dazugehören. Durch Nachzahlung der Kirchensteuer kommt dann wieder alles ins Lot. Dieser durch Umzüge hervorgerufene Austritt, der in Wahrheit gar keiner ist, heißt in der Amtssprache der Kirchen Möbelwagen.
austritt. Es ist wahr, Nils Kittel aus Hamburg kriegt 500 Euro. Wir haben halt für alles einen Namen.